Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Zero. Ja, tut mir leid, dass ich gerade noch im Pausemodus war. Aber das Spiel stoppt die Zeit. Da gehe ich kein Risiko ein, wenn ich gerade mal noch am Computer machen bin. Oh, da liegt etwas. Da liegt etwas auf dem Boden. Kräutermedizin. Oh, ich habe schon so viel Kräutermedizin. Ups. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Die darf ich auf keinen Fall verbrauchen. Dass mich bloß jemand dran erinnert. Okay, ich weiß, ihr könnt mich schlecht dran erinnern. Ah, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich will ihn fotografieren. Verdammt. Ja, wo sind sie bloß hin? Der arme Kerl. Ein kleiner Standspiegel, den der Spiegel fehlt. Die Schublade ist abgeschlossen. Der arme Geist ist schon echt arm dran. Momentan scheint er sich noch einzubilden, dass er noch am Leben ist. Oh nein. Cutscenes. Ich will keine Cutscenes. Komm, heb die Kamera. Heb die Kamera. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss das hinkriegen, ich muss das hinkriegen. Geh weg. Ich hab... Ihr wisst ja, wann ich zuletzt gespeichert habe. Oh, er ist schon weg. Beruhigend. Ich kenne das Spiel echt viel besser als noch vor einiger Zeit. Von magischer Kraft zu leuchten. Das Siegel der Kamera. Auflademöglichkeiten. Oh, das ist gut. Das muss ich nochmal eben lesen. Blablabla. Komm, ja, welche Taste ist das? Okay. Okay. L1. Das muss ich mal bloß lesen oder merken, meine ich. Zusatzfunktion. Ja, da steht schon begrenzt. Gehen Sie sparsam damit um. Das Lernprogramm starten Sie, indem Sie im Menü unter der Datei die Option Schnipsel wählen. Ja, schön. Danke schön, dass es da immer gespeichert wird. Noch eine Kassette. Ich drücke auch immer die falsche Taste, oder? Gleich mal anhören. Ja. September 9th. 9:40 p.m. It seemed dangerous to walk through the mountain at night, so we decided to spend the night here and continue our work. I've been through several rooms already. Unlike the exterior, the interior is still in quite good shape. A little earlier, I thought I saw a white, shadowy figure of a woman in the hallway near the entrance. I'll keep track of such sightings and publish them in a later account. Na super. Du hast das schon gesehen und du hast es drauf angelegt, oder? Supihi. Naja. Was will man machen? Liegt hier noch irgendwo was? Lauf. Ich glaube, langsam geht mein Hier vibriert was. Ich glaube, langsam ist mein Controller hin. Ich spüre, wie etwas vom Standspiegel kommt. Denn der Knopf möchte nicht mehr immer so wie ich. Die Löwenmaske. Ja, ist ja ziemlich eindeutig, was wir tun müssen, oder? Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Es könnte aber auch an der Musik liegen, denn die finde ich schon echt beunruhigend. Ja, ich bin ein Angsthase, tut mir leid.
Es ist nun mal so. Ich habe mich auch früher, oh Gott, gar nicht an Horror. Oh, warum müssen sich hier auch immer alle Türen selber schließen? Ich habe mich ja früher kein Stück an Horrorspiele getraut. Dreh nicht immer den Kopf. Lauf vernünftig. Wie können die Stimmen eigentlich noch da sein ohne Kassettenrekorder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Lauf, 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 lauf. Okay, dreh dich um. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hab dich gesehen. Komm her. Ich mach dich so fertig. Hoffe ich. Ha, du bist tot. Oh, warum habe ich eigentlich so Angst vor dir? Oh je. Also, ich wollte gerade sagen, ich habe ja damals gar keine Horrorspiele gespielt. Überhaupt nicht. Und dann war das erste ja wirklich Eternal Darkness, das ich auch erst gespielt habe, nachdem ich das Let's Play zu diesem Spiel gesehen habe. Ja, und das war dann sozusagen mein kleiner Adrenalineinstieg, denn viele fragen mich, also gerade Mädchen fragen mich gerne, warum ich mir eigentlich sowas antue. Die hätten ja alle Angst. Ich habe ja auch Angst, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Man merkt auch schon, dass man ein bisschen abgehärtet ist, wenn man sowas öfter spielt. Ich glaube, ich gehe mal ganz, ganz, ganz fix nochmal speichern. Bevor ich zur Maske gehe. Bitte lass keinen Geist auftauchen. Das wäre sehr freundlich. Oh Gott, das ist ja noch so weit. Das habe ich voll vergessen. Okay. Hallo, Seiflor. Ich mag dich nicht. So, ich mag ja irgendwie total dieses Hausdesign. Das wird auch noch cooler. So. Ich fühle mich gleich viel besser, wenn ich speichern kann. Nein. Noch nicht. Mist, ich kann... Ja. Ich sollte den überspeichern. Der ist sowieso nicht machbar. Das ist wirklich minimal, so ein winzig kleiner Strich und zwei Geister direkt hinter mir. Aber, oh, ah, egal. Okay. Machst du? Tust du? Dankeschön. So. Ich weiß, viele werden sich echt denken, dadurch, dass ich mich hier grusel, dass ich sowieso... Also Leute, die öfter Horrorspiele spielen, denken sich wahrscheinlich, ich bin totaler Schisser. Ich bin schon stolz auf mich, weil ich viel mehr vertrage als früher. Und zu abgehärtet zu sein, ist sowieso nicht so toll. Ich finde, das ist nicht unbedingt... Oh, der Handabdruck ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ist nicht unbedingt was, womit man angeben kann, abgestumpft zu sein. Hallo, Löwenmaske, wie geht's? Moment, kann man hier eigentlich was finden? Nö. Okay. Dann halt nicht. Irgendetwas reflektiert Licht in der Löwenmaske. Oh, ich habe einen roten Handspiegel in der dekorativen Löwenmaske gefunden. Ich habe den roten Handspiegel. Wirklich? Du hast ihn, nachdem du ihn gefunden hast. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, super. Plan für meinen nächsten Roman. Junsei Takamine. Eine Reihe von Morden in einem Dorf auf dem Land. Nacheinander tauchen immer mehr Leichen auf. Morde, die grausamen Shinto-Ritualen ähneln, die in der Gegend überliefert sind. Die Taten eines Mannes, der Rache geschworen hat, und die merkwürdige Beziehung zwischen den Taten und der Überlieferung. Der Mann gerät immer mehr unter den Einfluss der Legenden. Im Buch wird die Geschichte des Mannes parallel zu Berichten über die Überlieferung der Gegend erzählt. Alte Aufzeichnungen werden nach einem Erdbeben entdeckt. Nach und nach wird die Grenze zwischen Gegenwart und Vergangenheit immer mehr verwischt. 24. Juli. Die Villa Himudo. Villa Himudo wurde bekannt als Wohnsitz eines Großgrundbesitzers, der über diese Gegend herrschte. Angeblich soll sie jedoch zuvor der Ort sein, an dem ein Schrein für ein bestimmtes Shinto-Ritual errichtet worden war, das über viele Generationen hinweg überliefert wurde. Aber die Menschen dieser Zeit hielten das Ritual vollkommen geheim. Es war ihnen sogar verboten, den Namen laut auszusprechen.
Heute gibt es keinerlei Berichte über das Ritual, allenfalls ein paar Hinweise in Legenden aus der Gegend. Ich habe einen Zeitungsausschnitt im Notizbuch gefunden. Oh! Das Erdbeben vor einigen Tagen hat alle 5 Spiegel zerstört. Diese Artefakte hatte man jahrhundertelang in 5 Schreinen aufbewahrt. Diese Spiegel stehen für den Schutz der 5 Götter, die diese der Gegend gewähren. Am bekanntesten sind sie aufgrund des Festes der 5 Götter. Dieses wird alle 10 Jahre gefeiert, wobei alle 5 Spiegel in einem Schrein zusammengeführt werden. Die Priester des Schreins hoffen, dass es sich dabei nicht um ein böses Omen handelt. Das wäre wirklich nicht gut. Seht ihr, deshalb durchsuche ich alles, weil man doch durchaus was findet. Wenn man ab und zu mal guckt, auch wenn man schon mal geguckt hat. Moment. Halt, halt, nicht nach oben. Hör auf, nach oben zu laufen. Mädchen, danke schön. Dass du dann irgendwann mal drauf hörst, ist sehr freundlich von dir. Das war doch gerade hier, oder? Oh Gott, ich komme schon wieder nicht mehr klar in diesem Gebäude. Hoffentlich kriege ich das auf die Reihe während des Let's Plays. Supi. Moment mal. Wäre schön, wenn sie ins Menü geht, wenn ich das verlange. Uff. Leben voll. Film 49. Das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Ich habe sowieso noch keinen anderen Film. Okay. Soweit ich weiß, brauchte man Spiegelsteine dafür. Also wenn ich das jetzt schon machen könnte, wäre es eigentlich ganz cool. Ich müsste mal gucken. Wer brauchte ich dafür welche? Ich werde es einfach mal ausprobieren. Super, funktioniert schon. Ja. Das wäre dann schon mal ein bisschen was zumindest. Halt! Oh Gott. Was willst du? Mann im Schrank. Was machst du im Schrank? Ach ja, du hast dich ja mal im Schrank versteckt. Oh, wie schön immer alles vor mir zugeht. Wieso guckst du da rein? Mädchen, du bist so mutig. Ich würde das nie tun. Guck da noch mal rein, bitte. Ist da was? Okay, nein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mir das sagen sollte. Ganz ehrlich. Und es gefällt mir nicht. Tschüss. Ich wünschte, ich könnte immer speichern. Das würde mein Leben so vereinfachen. Und die Aufnahmen. Ich weiß, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Was zur Hölle sollte das bitte? Ja, ich bin immer noch leicht schreckhaft. Und ich mag die Stimme nicht. Die Stimme hat aufgehört. Ich will da nicht hin. Leute, gönnt mir eine Pause. Ich weiß, die Folge ist kurz, aber... Ja. Ich habe ja schon ein bisschen länger aufgenommen und ich bin ja so empfindlich. Ihr wisst ja, ihr merkt es ja, ich bin ein klein wenig nervös und ich kann nicht immer speichern. Ich werde jetzt erstmal gemütlich speichern gehen. Offscreen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und es tut mir wirklich leid, dass die Folge etwas kurz ist. Aber eigentlich sollen die eh nur 15 Minuten gehen und ich neige sonst echt dazu zu überziehen. Also,
Nimmt es mir nicht so übel, bitte. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis demnächst. Klapper Computer. Es tut mir leid. Das war Kaspersky. Also, bis demnächst. Ciao.